Herzlich willkommen zusammen. Ich möchte euch heute meinen Fortschritt in Season 22 vorstellen. Aktuell noch ein Tag, 8 Stunden bis zum Ende der Season. Was habe ich alles erreicht in dieser Season? Ihr seht, ich bin Level 24, stehe knapp vor Level 25. Und schaut euch meine Minigames an. Ich habe hier 7 Minigames für jedes Level ab eines von jedem. Sprich, ich habe 7 Level gemacht. Ich war Level 17 vor dieser Season. Sehr, sehr erfolgreich. Ja, hier, mein Settlement ist komplett voll. Ich kann nichts mehr machen. An meinem Golden Settlement, ja, da habe ich ein bisschen erweitert. Ich habe hier die Town Plaza auf Level 3 gebracht. Hat mich die letzte Stufe 1000 Gold gekostet. Aber damit bekomme ich pro Würfel 3000 XP. Und so level ich gerade, weil ich nicht viel mehr machen kann. Ihr seht's hier an der Quest. Ich habe 420 Ressourcensender gedreht und 600 Karten gespielt bzw. 600 Victory Points bekommen. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann keine Karten ausspielen, weil ich keine weiteren Siedlungen habe. Klar hätte ich mehr Settlements drehen können, aber ich habe mir jetzt zum Schluss dann auch nicht mehr so extrem viel angestrengt, weil immer nur dasselbe, nur noch XP, ist dann irgendwann auch langweilig. Ja, und jetzt sammle ich halt Ressourcen, crafte hier mein Monument mit den ganzen Ressourcen, die ich bekomme. Recycle die ganzen Monumente und auch sonstigen Karten, die ich bekomme, für Ressourcenpunkte. Gibt da immer ein ganz schönes Päckchen an Ressourcenpunkte. Und ihr seht's hier, ich habe schon 32.400 angesammelt. Entweder ich schalte noch weitere Gebäude dann frei oder es gibt ja hier im Shop eine Möglichkeit, mit Ressourcenpunkten Gold zu kaufen. Das sind die Päckchen, wo man bekommen kann für Ressourcenpunkte. Wo kriegt man denn Gold für Ressourcenpunkte? Habe ich das übersehen? Sage mal. Irgendwie ist der Shop gerade verbuggt. Also damit geht's nicht. Weiß nicht, was da drin. Und jetzt ist es weg. Jetzt ist es verschwunden. Es ist auch so, meine täglichen 3 Fabled Harvest Pässe, also gestern habe ich sie mal wieder gesehen, aber die meiste Zeit kriege ich die nicht. Obwohl ich sie täglich abhole, sobald sie erscheinen, aber ja, es ist seltsam mit dem Shop. Schauen wir mal, was da noch passiert. Ja, und ansonsten versuche ich, möglichst viel XP rauszuholen. Hier über das Golden Settlement. Ich werde jetzt hier noch meine Minigames spielen. Und mal schauen, was ich noch so erreichen kann in der letzten Season, die jetzt da noch ansteht. Ja, jetzt werde ich dann noch die Minigames verbrauchen. Und auch hier werde ich in erster Linie auf Gold gehen. Weil die ganzen Ressourcen helfen mir nichts aktuell. Ich habe keine Siedlung, wo ich die ausspielen kann. Versuche ich da noch ein bisschen Gold rauszuholen. Vielleicht kann man damit in der letzten Season irgendwas Cooles noch machen. Oder ansonsten Ressourcenpunkte. So, jetzt habe ich hier auch noch Lumber Master 1 und Brick Master 1 erreicht. Durch das ganze Durchspielen meiner Minigames gerade eben. Und da gibt es dann auch Gebäude fürs Golden Settlement. Mit On Tap bekomme ich da jeweils ein Minigame. Das sind natürlich dann auch wieder Ressourcen, die man bekommt. Je nachdem. Schauen wir uns mal gleich noch genauer an. Damit ihr das auch genau seht. Das war jetzt im Schnelldurchlauf. Man bekommt hier wirklich ein Minigame von Lumber oder Brick. Ja. Vielleicht brauche ich mehr Ressourcen in der letzten Season, die jetzt da noch kommt. Dann kann ich die nutzen. Wenn nicht, dann habe ich sie quasi umsonst bekommen. Schauen wir mal, wie das so wird. Ich gebe mir jetzt Mühe, dass ich dann in der letzten Season voll Level 25 werde. Beziehungsweise so Level 28 ist eigentlich mein Ziel. Ich denke, das ist noch realistisch. Wir sehen hier noch eine Übersicht. Die Wölfe führen vor den Bären und vor den Adlern. Es ist noch ein Tag bis zum Ende, aber da wird sich nicht mehr viel tun. Ich habe das Video jetzt schon abgedreht, weil ich werde auch nicht mehr viel machen bis zum Ende. Und dann hoffe ich, dass für euch die Season genauso erfolgreich war.
Macht's gut und ja, freut euch auf das, was wir dann noch als Bonis in der letzten Season bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.